Hallo miteinander und willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit Torin Gent. Ja, spielen weiter mit kleinen Ashen. Wir haben eine Rebellion gerade, weil schweinische Orks uns Dinge geklaut haben. Ah ja, willst du jetzt den Handelsvertrag machen? Ja, sehr gut. Er zahlt sogar drauf, ja, weil er so wenig wert ist. So. Besser als nichts. So. Was ist das denn für eine Aktion? Der haut ab. Okay. Ja, damit müssen wir jetzt leben mit der Rebellion. Wir werden gleich mal noch hier Katrin Kasakarak und Föderation. Wie gesagt, ich muss dir ja die der will Karakasuli jetzt auch holen. Ist das der Typ von drin? Das ist Laguk. Also wir können Valias Lied jetzt auf jeden Fall nehmen. Leid. Nicht Lied. Ich sag immer Lied. Schon immer, ne? Das ist so eine Scheiße. Niemals raus. So. Go. Das sollte keine besonderen Verluste hier mit. Wir sollen es ja ausrauben. So. Da wieder die nächste Lohnung hier eingeheimst. Gut. Ashen Strike Move, Ashen Kill. Gut. Mehr Rüstung für dich. Das wird natürlich noch heftiger. Mal kurz das hier durchziehen. Und danach dann mal langsam den Ruin von Verfall. Da machen wir jetzt auch noch zu einem krassen Tank. Ich meine, er hat immerhin auch 30 physische Resistenz. Also ist das gar nicht so weit her. Schwer zu treffen. So, bei Taggen. Ja, was wollen wir denn bei denen noch machen? Würde ich das Zeug hier noch mitnehmen? Die Sohn angreifen. Das könnte man durchaus mitnehmen. Aber er war erstmal Spezialist. Da kann man damit auch immer die Garnison angreifen, ein bisschen das Ganze sozusagen. Ja, vorheizen ist das falsche Wort, aber. Das kann man auch bald angehen hier. Die Bitterspitze kann ausgebaut werden auf Tier 3. Hier unten. Könnten es versuchen. Ich kann auch dich auf Level 5 ausbauen. Wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So. Die Hauptstadt. Kann man hier vielleicht auch mal so einen komischen Generator hinbauen. Und du bist ja hier voll unterwegs. Die 4500 lassen wir mal stehen für Agentenaktionen und so weiter. Ach ja, ich wollte sagen, wo ist unser zweiter Linie? Der ist ja da hinten unterwegs. Ich frage, was die jetzt hier machen wollen, genau. Ich könnte das ja auch angehen. Das wäre nochmal mehr Garnison. Es dauert halt 4 Runden. So nervig, dass die in der Zeit nicht darunter kommen. Ah ja, richtig. Ich könnte mal sich ausbauen. Dann bauen wir hier so einen lustigen Turm und dann ist alles super hier. Hab ich gehört. Die Korruption bringt uns 7 hier im Moment. Ich würde sagen, ne, wir sind nämlich sehr unverdorben, deswegen haben wir hier so viel. Das ist die Gegenanzeige immer. Na gut. Machen wir weiter. Ja, die strategische Lage ist immer noch extrem verzwickt, einfach nur, weil wir halt nur einen konkurrenzfähigen Stack haben. Und ich habe jetzt mit den 1500, die wir da auf der hohen Kante haben, bin ich nicht so in der Lage, da jetzt einen großartigen neuen Stack zu rekrutieren, beziehungsweise den einen Halbsklaven-Stack ordentlich auszubauen. Man könnte schon, aber dann hätten wir wieder gar kein Einkommen mehr. Vielleicht würden wir dann aber auch hier kriegerisch besser vorgehen können. Ah ja, keine Belagerungswaffen. Haben wir gerade gesehen. So. Also, weil er das Lied einnehmen. Leid, nicht Lied.
Wir nehmen das Lied mit den Tiraden ein, offensichtlich, ne? So, zack. Murder them all. Rüstung des Schicksals. Resistance 10. Warte mal. Die haben ja nur so... Wow, okay. So, jetzt haben wir 70%, glaube ich, insgesamt mit dem Ding hier noch. Warte mal, ist das hier schon kumuliert? Schlachteffekte, hier, hier, hier. Jetzt wird sich 30. Warte mal. Das ist schon die gebuffte. Das muss schon die gebuffte sein. Ansonsten wäre der Typ ja fast unsterblich. Ich meine, cool, der ist schon. Ja. So wenig Leute hier. So, jetzt kann aber jemand anders das Schild des Ptolos nehmen, ne? Hier, Nahkampf ab. Ach guck mal, wir haben nochmal was. Schild der Verwirrung. Schussresistenz von 30% zusätzlich. Ja, es war schon nicht ungeschickt, das Ganze. So, und du kannst dann hier mit dem Schild der Verwirrung nochmal die Gegner verwirren, offensichtlich. Der gute Raya, unser A-Team ist echt gut unterwegs. Okay. Mal hier. Das sind Zwerge, Wölfe, Grünholzstämme und Menschen. Gegen alles. Okay. Sehr gut. Wir verfallen und ruinieren alles. Finde ich gut. Und mit Kra werden wir noch. Stärkung verhindern, Korruption vorbereiten. Ich denke. Bin jetzt trickreich. Nee. Weiter schwer zu treffen. Zunächst mal sind wir vollständig aufgeladen. Dann könnten wir hier mal Karak 8 Peaks angreifen. Vielleicht wird diese Geschichte hier mit der Rebellion zu unserem Vorteil hier gereichen. Vielleicht greift sie gleich an und killt ihn. Das wäre super. Vielleicht sollten wir tatsächlich... Ach, wir haben halt keine lokale Rekrutierung. Wir könnten höchstens die Leute hier reinholen. Was halt uns halt wirklich an den Bankrott bringen würde. Zwergendingbedrohung, ja. Scheiße, wir müssen nach Osten, ja. So, Müllgruber weiter ausbauen. Okay. Jetzt gehen wir mal irgendwo hin, wo wir mehr Auffüllung haben. Und minus 3, das dauert Ewigkeiten, bis wir eine Revolte bekommen. Das ist schon okay. Sollte hier etwas besser sein, oder? So, jetzt in den Asch... Ach, guck mal, wir sind jetzt wieder bei 0 und wenn wir jetzt hier den bauen... Dann sollte eigentlich alles fesch sein. Ja, mehr Geld, bitte. Mehr Wachstum? Nicht durchdrehen. Wir haben noch hier zu tun, ja. So, jetzt solange hier kein Agent reinkommt, ist alles bestens. Zu entdecken minus 20, die Mordlöcher wären schon ganz gut, oder? Da fahren wir echt hart am Limit, wenn wir das noch erhöhen. Und Unterhaltskosten. Das wäre ohne, aber wir verlieren halt die Sichtweite. Ich hätte gern die Sichtweite, aber da oben eigentlich. Mach mal dich. Töten einfach alles, was uns in den Weg kommt. So, ich geh jetzt ein Level ab. Mal mehr Technologie stehlen. Wie lange noch? 3 Runden. Und dann haben wir hier eine weitere Einkommensquelle. Apropos Einkommensquelle. Verträge. Zurzeit keine im Angebot. Ja, wir sind hier bei... Die ist jetzt echt gut unterwegs. Da könntest du normalen Kosten rekrutieren. Und hier oben kriegen wir sogar noch ordentliche Ordnung. Und Waffenschaden für Kommandanten und hinzugefügte Helden. Was sagt eigentlich die Diplomatie? Klamors mag uns ja natürlich sehr, aber handelt es sich möglich, wo seid ihr eigentlich? Sehe ich euch? Ihr seid gar nicht so weit weg. Das
ist nur noch dieses kleine Stückchen hier. Im Prinzip sind wir auch schon an ihnen dran hier. Nur die paar Orks sind noch im Weg. Das wird doch. Wir werden uns mit unseren Skaven-Brüdern verbinden. Ja? Ist nur eine Frage der Zeit. Also gut, dann lassen wir uns mal überraschen, was unsere Git-Freunde jetzt machen. Vor allem, was die Rebellion macht. Ich würde sagen, so die Rebellion killt ihn. Oder sie killen sich gegenseitig. Das wäre am besten. Denke, wenn wir jetzt da oben in der Zwergenhauptstadt was abzapfen, dann sollten wir eigentlich genug Einkommen. Guck mal, ey, gut, ich denke, Vergleich von denen zu uns. Wenn die gesagt haben, sind wir halt tot, ja. Ist der im Krieg mit Caracate Peaks? Das müssen wir gleich mal überprüfen. Aha. Was versuchst du denn hier? Zu sterben. So, er kommt und. Hä? Plündert einfach. So, Alexander ist wieder da. Aufleveln. Unser Assassino. Giftigen Klingen. Und dann kann ich so angreifen. Wollen wir dich töten? Fehlschlag? Was? Mit einem Level 4. Also, schauen wir eben nach. Die guten Karasakadak-Zwerge. Die sind nur. Okay, die sind tatsächlich nicht im Krieg mit denen. Also, wir müssen jetzt keine Angst haben, dass hier uns Zeug geklaut wird. Ich würde sagen, wir linsen mal hier rein mit unserer Truppe. Ja, da steht 14. Riese dabei. Es sind eine Menge Orks. Bin nicht sicher, ob wir das schaffen. Innenreiter, Goblin, Streitwagen, eine Schleuder. Es sind 28 Einheiten gegen unseren Einstack. Anderthalb gegen, ja. Wenn die nicht so krasse Einheiten teilweise hätten, dann. Wir werden sie mal belagern, ne? Der wird bestimmt rauskommen. So viele dazu. Es sind auch Goblins dabei, viele. Also, naja, die kann man, glaube ich, vergessen, mehr oder weniger. Also, Nachtgoblins sind halt Fanatics, die sind nicht so schlecht. Ah, wir belagern natürlich, ne? Wir haben ja diese Fähigkeit, dass die ja trotzdem Verschleiß bekommen müssten, eigentlich. Wird eh gleich rauskommen. Das kann jetzt ganz, ganz schlecht für uns enden. Das könnte das Ende der Kampagne sein. Wir können sie auch nicht schlechter machen. Wobei doch, du müsstest das noch haben, oder? Ja, minus 10 Führerschaft hast du noch drauf. So, wir könnten das hier machen. Glanzstein der Eschen. Feldschaden auf dem Bereich, ja? Da ging mehr der Angreifer. Ja. Wir versuchen mal alles mitzunehmen, ne? Achso, natürlich. Ja, ich tue mal so, als würde ich das hier, ne? Würde ich das hier so ernsthaft machen, ne? Und baue mal Belagerungswaffen. Der Witz ist, der kann gar nicht zurückkommen, aber er hat noch eine dritte Armee eigentlich gehabt. Jetzt ist halt echt die Frage, wollen wir mit dir so forscht sein und einfach hinrennen und, ich hab's wieder falsch gemacht. Ich renne mit normalen. So, genau so, das passt noch. Dann können wir nämlich ja rekrutieren. Irgendwas. In zwei Runden. Ja. So glorreiche Leute wie
Hier. Mal einen davon noch mit. Das wird bestimmt einen Unterschied machen. Ja, wobei, nee, wir haben Zeit. Du wartest jetzt gemütlich, bis die hier fertig sind, oder was? Farbe die Gier. So eine Ratte, töte diese Oger, die vor uns in Türen stehen. Dann kannst du gerne die Stadt haben. Nee, der wird sie ja niederreißen. Ich sag mal so, ich würde halt hart lachen, wenn der nicht rauskommt. Mein Gott, ich habe so Angst vor denen. Ich werde ihnen gleich ein Geschenk schicken, damit sie uns mögen. Oh Gott, was ist das hier? Ich hoffe, ihr wollt nur nach Süden weiterlaufen, zu den Orks. Weltenwandler heißen jetzt die Norska. Aha. Naja, er kommt raus. Gut, gut. Naja, oder nicht gut. Das ist die Frage, die wir nehmen mal 4, 5, 6. Terror from the Deep. Wir könnten es automatisch machen, dann würden wir gewinnen. Nur das Gefecht. Vertraue ich jetzt auf meine Fähigkeiten? Haha. Hier müssen wir einen ganz gehörigen Teil seiner Schatzkarte wegkiten. Kann ich nicht ein bisschen mehr haben? Er wird natürlich wieder versuchen, da hinten hinzukommen. Da werden wir dagegen arbeiten müssen. Energisch mit unserer gesamten Death Squad hier. So. So, und genau. Ihr seid die 3. Seid die 4. Ja, du bist komisch. Was mal damit? Ich denke, der Plan ist klar. Wir werden mit den Leuten hier auf den Hügel hier vorrücken. Auf geht's. Wow, 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 wow. Komm schon, tötet diese Typen hier. Wo sie uns gefährlich werden. Ja, das ist immer das Blöde, ne? Mit den Spinnreitern. Okay, mal diese Nachtgoblins hier. Wir haben die hier gleich. Ihr, ballert hier rein. So, kleine Eschenstein, die hier sollten gleich weg sein. Dann geht mal hier hin. Mal hier den lustigen Mahlstrom. Der so lustig gar nicht ist, wahrscheinlich. So. Ihr macht da hinten weiter. So, Jazales schießen ja auch bekannterweise hier. Oh, ihr müsst weg. Diese Schwarzorks hier. So, kommt. Ja, beschieß mal die hier. Das Daten hauen erstmal ab, natürlich. Feuer! So, hier, kommt mal alle näher hier. Killt mal diese Schwarzorks hier. Ah, Alter, da beschieß mal die hier. Ja, ja, genau. So, kommt hier rein. So, holt die mal hier von hinten. Retreat! Retreat!
Boah, da kommt man näher. Und die... Eine Nachtgoblin sind die an uns dran. So, wegziehen. So, was macht unsere Ashen Kill Crew? Der lebt immer noch. Töte diesen Typ. Das gibt's doch nicht. So. Ja, ich glaube, die. Nein, oh Gott, nein. Jetzt mal da rein. So, ihr müsst euch alle zurückziehen. Ich hab euch jetzt da quasi geopfert da vorne, ja? Hier den Direktschaden auf euch alle. Euch da hinten mal raus. So, beschieß mal diesen hässlichen Typ hier. Der ballert da voll rein. So, der Riese ist auch gleich tot. So, die gesamte 1, zurück. Ihr kommt hier vor. Schießt ihr? Nee, ihr müsst ja nicht da runter schießen. Ja, ihr lauft. Ihr müsst laufen. Müsst auch zurück. Ihr kommt da vor. Du bist der nächste Anführer von denen. Hier ist irgendein begeisterter Typ. So, rennt. Kite sie mal da in die Richtung. Den gekillt noch schon? Nein, noch nicht. Was sind mal diese Nachtgoblins hier noch? So, soll ich mal um? Ah, nee, hier. Killt die Streitwagen. Streitwagen sind nervig. Ja, du nicht. Schieß mal die hier. Die da mal weg. Holt euch die hier. Da sind noch ziemlich viele. So, ihr hier hinten. Komm, tötet sie. Oh, das... Ich wollte schon sagen, das war's doch. Tötet sie alle. Ja, es war verlustreich. Es war sehr verlustreich. Oh Gott, ich hoffe, ich habe genug Geld, um diese komische Intrige da durchzuführen, ne? Was ich gar nicht, ja, ich bin einfach so viele, wie ihr könnt. Sehr schön. Echt noch welche, die... sogar noch Munition haben von den Skirmishern. Sind die alle schon Level 7, Level 8? Okay. Ich bin gespannt auf die Kills. Ja, unsere Killing Crew hier, die hauen schon echt ordentlich rein. Die haben beide Anführer ohne Probleme getötet, aber es waren... Gut, wir haben bisher noch keinen einzigen Kampf gegen den richtigen Anführer, gegen den ordentlichen Anführer gehabt. Das kommt ein bisschen dazu. Aber gut, machen wir nächste Folge weiter. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Ton.